Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich kann gleich mit der irgendwie reden. Wherever she is. So, sprecht in der Nähe des Tempels mit dem Schlachtenvogt Urcelmo. Okay. I do that. Schlachtenvogt, erklärt da bin mir, ich. Was ihr hier da. Wir haben der Hauptmann. Auf einmal sind wir in einen Komplott reingeraten. Was ist denn hier los, ey? Königin Iren, ich fürchte um eure Sicherheit. Bitte schenkt dem, was gerade gesagt wurde, keinen... Hallo? Ich entschuldige mich, meine Königin, wie ihr wünscht. Ihr seid eine Frau, die weiß, was sie tut, aber ihr müsst vorsichtig sein. Ihr da, kommt mit mir. Wir werden den Tempel gemeinsam erkunden. Ach Manu, warum? Ich habe keine Lust. Na gut. Wenn ich denn sein muss, dann muss es sein. So viel zu dem Thema, ich wollte eigentlich mit dem Propheten sprechen. Ja, das haben wir jetzt davon. Jetzt müssen wir noch irgendeinen komischen Tempel hier, ne? Begutachten. Untersuchen. Wie auch immer. Aber jetzt sind die Texte auch in Deutsch, ne? Ist mir gerade schon aufgefallen, wo ich aus der Pause sozusagen wiedergekommen bin. Die haben die Texte ein bisschen mehr wieder verdeutscht. Ich meine, jeder kann das Spiel auf Englisch, auf Deutsch spielen, auf Russisch, auf was auch immer. Ich finde, nur dann sollte man das Spiel auch komplett übersetzen, wenn man schon übersetzt. Weil das ist immer ein bisschen merkwürdig, naja. Mara, erbarme dich. Was geht hier vor sich? Oh mein Gott. Die ist nicht tot. Das ist doch schon mal ein Anfang. Hallo? Was nun? Okay, ich untersuche mal weiter den Tempel. Du kannst hier stehen bleiben. Das ist eine Falle. Urcelmo, wie ich sehe, habt ihr mein neuestes Spielzeug bereits kennengelernt. Astania, Verräterin, kommt hier runter zu mir, falls ihr euch traut. Ach, da oben. Unsere Königin hat uns verraten. Ich wollte ihren Kopf. Aber mir reicht auch der eure. Tötet sie. Tötet sie. Boah, seid ihr heiße Typen, ey. Ihr seid der richtige Matrix-Boys. Bam! Ach! Ach, verletzt Papalapap, was bist du für ein Lutscher? Hier, gib's auf die Fresse mit meinem Schwärzer. Es ist noch nicht vorbei, Schlachtenvogt. What? So, das Problem ist, der komische Schlachtenvogt hilft mir jetzt nicht. Das ist super toll. Ich habe natürlich auch keine Heiltränke mehr. Was für mich bedeutet, ich bin bald down. Ah, er ist wieder dabei. Oh nein. Ja, du musst mir helfen. Schlachtenvogt. Du arschkriechender Pisskopf. Ich habe keinen Sehnstein. Das heißt, ich muss Ach so, der nächste Wegschrein ist hier gewesen. Okay. Ah, aber cool. Ist ja auch das erste Mal, dass ich gestorben bin. Das ist gut. Wir kommen also in der letzten Situation, die man dann auch, wie man das Leben verlassen hat, wieder raus. Das ist schon mal in Ordnung. Damit kann ich durchaus leben, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ach, wir sind verborgen. Das Dominion wird es nicht mehr lange geben. Dafür wird das Schleiererbe sorgen. Das Dominion wird es noch geben, nachdem das Blut unter eurer Leiche vertrocknet ist. Kommt hier runter und stellt euch eurem Schicksal. Aber wovor? Oh nein. Das war der falsche Angriff. Du wolltest noch gar nicht machen. Ja. Boah, ey, du bist so scheiße, Junge. Was bist denn du für ein komischer Schlachtenvogt? Weißt du, kriegt einen Schlag ab. Ich muss ruhen. Ich kann nicht mehr. Ja, das sind sowieso alle Stümper hier. Ja, Moment. Bevor du das tust, muss ich erstmal gucken. Ich habe neue Schuhe bekommen. Die sind scheiße. Aber ich habe sie bekommen. Oh, weia. Die greift an. Warte. Bam, da ist er wieder fit. Das bringt natürlich überhaupt nichts, weil er ist ja trotzdem noch scheiße. Bam. Und bam. Da ist sie tot. Wir müssen der Königin Meldung erstatten. Verschwinden wir von hier. Ja, Moment. Ich muss erstmal hier hin. Meine Güte, immer dieser Druck. Ja. So unglaublich ist das.
Nee, achso, da habe ich ja gerade geguckt, die sind doof. Ein Ahornbow, der macht aber natürlich viel weniger Damage als das, was ich jetzt habe. Deswegen. Deswegen lasse ich auch mal eben das Schwertchen. Okay, dann bin ich auch einmal gestorben. Der erste Tod. Kann man aber gut verkraften. Geht eigentlich, der Wegpunkt war jetzt gut gesetzt, weil ich auch gerade hier reingelaufen bin. Aber man kommt halt immer in der zuletzt gesehenen Situation wieder. Der eine war immer noch tot, nur der eine hat gelebt. Also von daher geht das schon klar. Gibt es durchaus Schlimmeres, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, 50 Kilometer weit weg wiederbelebt wird und dann erstmal den ganzen Weg wieder zurücklegen muss und so weiter und so fort. Auridon, die zweitgrößte der Inseln von Sommersend, dient den Elfen seit jeher als Puffer zwischen ihrem und irgendwelchen anderen Gefilden, vermute ich mal. So, und sprechen wir mal mit der Königin Eiren, die jetzt plötzlich irgendwo anders ist. Hä? Hallo? Ich glaube, die sollte hier eigentlich warten auf uns, oder? Aha, da ist sie. Urplötzlich aufgetaucht. Ich hoffe inständig, dass noch alles vertont wird, weil das ist total dämlich. Manches hat halt Sprache, manches nicht. Das ist noch nicht so geil. Oh, jawohl, wir kriegen das erste Mal Hosen. Wenn die Königin etwas fragt, dann sind wir natürlich hallo. So, erreichen, freundlich. Dominion, Welt, retten, Dar, Dingsbums, Majestät, Allianz. Leb wohl. So. Wir werden uns erstmal unsere Beinkleider anziehen. Das ist ja phänomenal, dass wir auch schon mal welche gefunden haben. Passt natürlich auch super zu unserer Rüstung. Das passt echt eigentlich ganz gut zur Rüstung. Okay. Findet das Gefolge der Königin von Tanzelville. Jetzt? Aber erst möchte ich doch mit dem Mischmann. Oder mal. Nee. Wir gehen jetzt erstmal. Ne? So. Damit sie die mal abschließen können, damit die erledigt ist. Das ist ja eine Stufe 3 Quest. Wir gehen erstmal zum Propheten und werden mal uns anhören, was er mal wieder hier zu faseln hat, der gute Mann. Ist ganz schön weit weg. Und danach können wir das Gefolge der Königin von Tanzelville suchen. Die sind wahrscheinlich tanzen. Wer weiß. Boah, ey, wo ist denn der Prophet schon wieder? Kann er sich nicht einfach zu mir teleportieren? Er kann sich auch so ein, kann auch so eine Projektion von sich machen. Und soll er das tun? Was macht er denn hier am Hafen? Warum steht der da am Wasser? Naja gut, am Wasser wäre er so da. Warum stehst du hier am Sand? Willst du eine Burg bauen? Hallo, Prophet. Zuflucht, werde kommen, sofort. So, achso, nee. Aha, jetzt müssen wir zu ihm kommen, ist ja super. Findet die Zuflucht. Ich werde versuchen, was ich kann, sobald dieser Leck hier weg ist. Danke. Was da hinten? Findet Merrick und Aleph. Ach, das ist ja für die Kriegergilde. Korrekt. Aber erstmal finden wir mal die zu... Oh, hier. Eisenerz. Wo auch immer ich die Pickaxe her habe. Ich habe sie. Und konnte damit ein wenig Iron abbauen. Moment, die ist doch hier, die Höhle, oder? Jawohl. The Harborage. Das ist ein cooles Bild. Enchanters use three types of runestones to make glyphs, aspect, potency and essence. As long as you have one of each type, you will be able to create a glyph. Ich bin begeistert davon. Ich bin aber kein Magier, deswegen ist das voll egal. So, die Zuflucht entdeckt. Oh, das sieht aber echt schön aus hier, muss ich sagen. Also so schön, wie es halt in so einer Zuflucht halt aussehen kann. Sieht es dann auch aber aus, ne? Prophet, da bin ich.
lauschig hast du es hier. So, leb wohl. Wartet auf den Propheten. Warum? Ist doch hier. To add an enchantment to an item, right-click the item and select irgendwas. So, okay, was mach ich hier? Okay, ich folge dir. Dann lauf. Oh cool, wir sind in der Geisterwelt. Kann ich auch irgendwie langsamer laufen? Nö, irgendwie nicht. Wir sind in der Geisterwelt, ist ja geil. Prophet, ich lauf schon mal vor. Du bist mir ein bisschen zu langsam, es tut mir leid. Wenn ich auch langsamer laufen könnte, das wär echt cool, aber irgendwie scheint das nicht zu gehen. Wo sind wir hier nur? Oh, was ist das denn? Ein Etwas, das da rumschwebt. Sollen wir da nicht hin? Hallo? Kann ich das anfassen? Nein, darf ich nicht. Schade. Okay, ich folge dir weiter. Du bist der Boss. Aha. Hui. Boah, da muss ich aber die Empfindlichkeit doch um einiges runtersetzen. Dann irgendwann mal. Was hat das mit mir zu tun? Wir sind die fünf Gefährten. Drachenblut? Oh, die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, das man das Amulett der Könige nennt. Kennt man vielleicht aus Oblivion. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akatosh, den Drachengott, davon zu überzeugen, ihren Anführer als einen vom Drachenblut anzuerkennen. Und das wiederum... Also das Amulett der Könige kennt man meiner Meinung nach aus Oblivion. Tiber Septim, ne, und dann gibt es ja den einen Nachfahren, seinen Sohn, den keiner kennt, unehelich, blablablub, und der kann es ertragen, andere nicht. Nur die von dem Blute sind, die das auch tragen dürfen, des Königsblut, Tess. Und die Drachenblüte, nee, die Drachenblut, die Drachen, oder das Drachenblut wird ja in Skyrim dann thematisiert. So. Erfahrt mehr über die fünf Gefährten. Wie soll ich das machen? Indem ich hier einfach hinlaufe. Alles klar, kein Problem. Okay. Ich habe genug erfahren. Hier sind, fünf Helme. Ich weiß alles. Sie trugen... Oh, hallo. Ich geh mal wieder weg hier. Beschütze mich. Aha. Aha, ihr seid also die fünf Gefährten. Einer fehlt aber noch. Wo ist der letzte? Warst du einer von denen? Mein, na nee, doch nicht. Okay, da sind sie alle fünf. Und jetzt? Okay, wow. Jetzt habe ich natürlich extrem viel über die erfahren. Die haben halt mal an einem Tisch zusammen gesessen oder gestanden und irgendwas getrunken, geredet und gemacht. Ich bin bestens informiert. Lyris Titankind, Sai Saham, Abnur Tarn. Tarn ist ja ein Aristokrat, der sich mit Manny Marco verbündet hat. Aber dieser Manny Marco ist jemand, der Tarn verraten hat und sich mit anderen eingelassen hat. Molag Baal. Den man ja auch kennen müsste, ich glaube auch aus Oblivion. Gut, das spielt natürlich 800 Jahre davor, aber das ist ja auch ein Daedra-Fürst, der kann durchaus so alt werden und noch älter. So alt wie die Zeit selbst, könnte man fast sagen. So, er lebt die Taten der fünf Gefährten mit, okay. Wo soll ich dafür hin? Dahin. So, na dann. Oh, ich finde diesen Effekt Hammer. Wenn das Licht da so durchscheint, ist geil gemacht. So. Schauen wir uns das mal an. Krass, als Zauberer oder als andere Klasse kriegt man das ja so gar nicht mit, ne? Oder wenn man in den beiden anderen Allianzen ist.
Lohnt sich das schon auf jeden Fall, jede Allianz mal zu spielen, sage ich mal. Wenigstens dann die Hauptstory. Natürlich kann man noch weiter questen. Aber für mich, Endcontent ist natürlich nicht unwichtig, um einen bei Laune zu halten, aber für mich geht es auch ein bisschen darum, das Spiel soll trotz alledem eine geile Story haben, weil ich bin jemand, ich stehe halt auf eine gute Story. Und auch ein MMO ist davon nicht ausgeschlossen, weswegen ich auch eigentlich Star Wars The Old Republic mag, weil es hat eine coole Geschichte einfach. Und da stehe ich schon drauf, muss ich sagen. Okay, irgendwas schien da nicht so... Ach, da ist Manny Marco auch dabei, der hat die alle verraten. Ach so, okay, Titankind, die ist also auch schon so 2-3 Tage älter. Oder ist die auch tot? Sai Sahan ist auch tot. Manny Marco hat sie verraten. Scheint zumindest so. Na komm. Na los. Ich gegen ihn kämpfen? Nein. Boah. Ich sehe nichts. Okay. Ich spreche mit dem Propheten. Gefährten, Manny Marco, Kalthafen, Bedrohung. Leb wohl. Und ich folge wieder dem Propheten. Na, ich bin begeistert. Ja, komm. Lauf. Ach, dann lauf nicht. Dann laufe ich halt. Vielleicht sollte ich ihm bis zur Tür folgen, denn ernst? Super. Auch total wichtig, dass ich ihm bis zur Tür folge. Auf jeden Fall. Moment. Was ist denn hier los? Die Reaper kommen! Hol. Oh. Die Anker. Vermutlich. Okay. Habe ich natürlich jetzt nicht ganz so mitbekommen. Was passiert jetzt? Kommt da jetzt noch was raus oder so? Könnte sein oder auch nicht. Ich soll ja eigentlich den Propheten... Ach, da kommt der Prophet. Na, der hat die Ruhe weg. So, jetzt darf ich wieder mit ihm sprechen, beziehungsweise zurück zur Zuflucht kehren. Haben wir auf jeden Fall einiges herausgefunden, wie das alles hier entstanden ist. Das ist sozusagen der Grundstein auch für die Geschehnisse und für die Geschichte. Und bevor ich mit ihm rede, klaue ich... Oh ne, da ist nichts drin, schade. Für The Elder Scrolls Online. Zwischenzeit tun. Ja gut, Titankind hat sich ja für ihn sozusagen geopfert und ihn aus seinem Gefängnis geholt. Prophet's Recollection. Oh, einen Fertigkeitenpunkt bekommen wir dazu sogar. Ich bin begeistert. Erstmal wollen wir uns das reinziehen, das Ding. So, jetzt haben wir nämlich 2 an. Dann können wir hier nichts machen, aber wir können auf die Fähigkeiten gehen und können hier irgendwas machen. Okay, das ist einiges. Critical Charge. Eine Stunde Realisierung greift an, wodurch ihr 33 nochmal... Ja, komm, machen wir. Sicher. Okay. Okay, 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 okay. So, jetzt müssen wir wieder raus. Jetzt müsste ich die Unerschrockene machen, aber dafür bin ich noch nicht bereit. Denn die Unerschrockenen sind ein wenig zu viel des Guten, muss ich einfach mal behaupten. Mit Level... Ja gut, man könnte hier wahrscheinlich recht gut leveln sogar. Man kann es ja mal... Na gut, man könnte es probieren. Allerdings ist Gen Tamzelville... Ach nee, das ist ja was anderes. Ach stimmt, das andere war ja für die Gilde. Das war hier in der Nähe. Gut, ich meine, man könnte natürlich das mal probieren. Mit der Gilde. Mit der Gilde sage ich schon. Mit den Unerschrockenen, wobei das wahrscheinlich zu heavy wird, weil wir sind ja noch 6 Levelstufen davon entfernt.